Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von unserem Kruste und Krumme YouTube-Channel. Heute habe ich französische Baguettes für euch am Plan. Mein Mehl, meine Zutaten habe ich schon da. Das heißt, wir möchten euch heute zeigen, wie wir perfekte französische Baguettes im Haushalt herstellen können. Wir starten bei unseren Baguettes natürlich mit einem Vorteig. Das heißt, wir haben einmal einen Poulisch, einen Weizen. Vorteig und da einen Weizensauerteig. Französische Mehlqualitäten führen zu sehr aktiven Teigen. Teigen, die zu einer zarten und schön dunkel gefärbten Kruste führen, weil viel Stärke abgebaut wird, dadurch viel Zucker frei wird. Das heißt, wir haben da eine hohe enzymatische Aktivität. Das hat zum einen natürlich mit dem Boden dort in Frankreich zu tun und das zweite mit den Reifebedingungen des Getreidekorns, weil über den Atlantik viel mehr feuchte Luft kommt und somit die Getreide aktiver werden. Wir haben somit jetzt dieses Poulisch vor allem aus diesem Grund angesetzt, um mehr Aktivität in das Mehl reinzubekommen, mehr von diesem Stärkeabbau. Und das zweite, den Sauerteig, den machen wir für ein etwas intensiveres Aroma. Das heißt, mit diesen zwei Vorteigen, die wir gemacht haben, dieses Poulisch und den Weizensauerteig, kommen wir mit einem österreichischen Mehl zu einer französischen Qualität. Österreichisches Mehl ist nicht schlecht, ist wunderbar, hat einen unglaublich guten Klebergehalt, ist ein Spitzenmehl, aber es braucht ein bisschen mehr Aktivität. Wenn man sich dieses Poulisch anschaut, man hat sehr viel Luftbläschen, es ist wunderbar aufgegangen und hat etwas eine dunklere Farbe. Wenn man es mit dem Weizensauerteig vergleicht, ist es leicht gräulich. Und das hat diesen Grund. Wir haben für dieses Poulisch etwas dunkles Roggenmehl verwendet. Entweder Roggenvollkorn oder Roggenmehl 2500, wo fast nur Schalenanteile drin sind, geben unserem Poulisch jetzt mehr Aktivität. Und dieses Poulisch machen wir, indem wir Wasser, Mehl, Roggenmehl und Weizenmehl und eine geringe Menge Hefe zusammenrühren. Den Sauerteig stellen wir jetzt auch eben für den nächsten Tag an. Das heißt, wir mischen Mehl und Wasser und geben zusätzlich noch eine geringe Menge Anstellgut, das heißt reifen Sauerteig, hinzu. Sauerteig und Poulisch werden jetzt bei Raumtemperatur bis zum nächsten Tag gereift. Und wie ihr gesehen habt, man verwendet sehr wenig Hefe für das Poulisch. Und was heißt jetzt sehr wenig Hefe? Für eure Rezeptur, die ich da dann in der Videobeschreibung reinstelle, brauchen wir 0,3 Gramm. Wie viel sind jetzt? 0,3 Gramm. Ihr habt da eine Feinwaage und habt da jetzt einmal 0,3 Gramm ausgewogen. Also wenn man sich das anschaut, das ist genau eine Erbsengröße. 0,28 hat jetzt dieses kleine Stück Hefe. Das heißt, so groß wie eine Erbse, 0,3 Gramm. Ihr braucht nicht unbedingt eine Feinwaage, die Hefe so groß wie eine Erbse will. Und jetzt arbeiten wir mit dem reifen Poulisch und dem Sauerteig und machen unseren perfekten Baguetteig. Wir brauchen nur mehr Weizenmehl 700. Etwas Salz. Das Salz ist wichtig, extra in der Schüssel zu geben, nicht direkt in den Teig hinein. Und bei der klassischen französischen Rezeptur ist es so, dass nicht mehr wie 0,2% Hefe auf die Gesamtmehlmenge verwendet werden. Das heißt, 2 Gramm Hefe auf 1 Kilo Mehl. Für unsere Rezeptur, für eure zu Hause, sprich jetzt 1 Gramm. Und jetzt werden wir da 1 Gramm abwiegen, quasi 3 Erbsen im Endeffekt. Hier haben wir 1 Gramm so groß wie eine Bohne, das heißt, wir nehmen da so eine Kidneybohne. Jetzt haben wir da alle Zutaten drin, fehlen dort nur mehr das Wasser. Jetzt werden wir den Teig mischen, dazu das Wasser zuerst in die Schüssel. Dann kommt Sauerteig und Vorteig hinzu. Und jetzt die restlichen Zutaten, bis auf das Salz. Das Salz, das lassen wir heraus, das kommt erst dann später hinzu, das heißt Mehl und Hefe. Und der Teig wird jetzt
2 Minuten langsam gemischt. Sobald da jetzt Mehl und Wasser vollständig vermischt sind, sodass man kein Mehl und kein Wasser mehr sieht, lassen wir den Teig jetzt so 30 Minuten rasten. Das nennt man Autolyserast. Wenn wir uns da den Teig anschauen, der jetzt diese Autolyse hinter sich hat, dann hat da sich schon wirklich ein bisschen eine Kleberstruktur gebildet. Aha, warum das ohne Mischen? Weil das Protein da drin jetzt aufgequollen ist, es hat sich ausgefaltet und bildet schon eine Kleberstruktur. Das schaut schon recht gut aus. Und somit haben wir uns viel aktive Mischzeit gespart und das hilft uns, den Teig schonend zu kneten. Mit wenig mechanischer Reibung und Energie und wenig Sauerstoffeintrag. Je mehr Sauerstoff in den Teig kommt, desto mehr gehen Aromastoffe verloren, desto mehr bleicht er aus. Und das ist fürs Baguette ganz schlecht, weil es schmeckt dann noch nichts. Langsam mischen brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr. Das heißt, wir können sofort schnell kneten und da das restliche oder das ganze Salz jetzt hinzugeben und den Teig so lange kneten, bis er eine schön glatte Oberfläche hat und sich vom Schüsselrand löst. Der Teig hat sich jetzt schön vom Schüsselrand gelöst. Hat eine schön glatte Oberfläche. Und man kann den Teig jetzt super ausziehen. Das heißt, man kann diesen Fensterdienst machen. Der Teig ist wunderbar geknetet. Bei der Maschine haben wir jetzt ungefähr 6 bis 7 Minuten schnell geknetet. Zu Hause kann es sein, dass es ein bisschen länger dauert, weil die Maschine natürlich, die Schüssel dreht sich hier, die Bäckermaschine, dadurch ist es ein bisschen effektiver vom Mischen. Aber so ungefähr 10 Minuten etwas schneller mischen müsste reichen. Der Teig kommt jetzt in die geölte Wanne. Wie gesagt, die Wannen mit Öl ausstreichen. Jetzt ein bisschen Olivenöl verwendet. Grundsätzlich ist es relativ egal, welches Öl verwendet wird. Minuten Teigruhe bei Raumtemperatur, den Teig einmal falten und dann ab in den Kühlschrank. Falten. Schaut gut aus. Wir werden den Teig jetzt mit nassen Händen falten, einmal in die Höhe ziehen, in der Mitte falten zu so einem schönen Paket und den lassen wir dann jetzt im Kühlschrank reifen. Das heißt, bis morgen ungefähr 12 bis 24 Stunden. Die Teige sind etwas aufgegangen, einmal mehr, einmal ein bisschen weniger. Hat mit den leicht unterschiedlichen Temperaturen im Kühlschrank zu tun. Die einen waren ganz unten im Kühlschrank, die anderen ganz oben. Aber ich bin mit allen sehr zufrieden. Und zwar, auch wenn man unten reinschaut, sieht man leichte Bläschen, aber keine riesigen Blasen. Von oben dasselbe, das heißt, der ist von Bläschen durchzogen, aber nicht zu stark. Und wenn man sich jetzt das auf einer kurzen Skizze anschaut, dann haben wir da jetzt unsere Teigwannen. Und wäre der Teig jetzt quasi nur fast gar nicht aufgegangen und nicht in die Breite gelaufen und nur wirklich so eine Kugel, dann wäre es natürlich zu jung. So wie er jetzt ist, das heißt schon aufgegangen und in die Breite, ein bisschen in die Breite gelaufen, aber hat diese klar, diese Wölbung nach oben, perfekt. Und da sieht man noch fast keine Bläschen, da treten an der Oberfläche ein paar Bläschen auf. So ist es wirklich perfekt und wäre der Teig überreif, dann hängt er in der Mitte schon durch. Das heißt, er ist aufgegangen bis zum Rand und fängt dann schon in der Mitte wieder durchzuhängen. Und es sind dann teilweise auch so
stellenweise so große Blasen auch unten. Das ist quasi zu viel. Wir wollen den Teig in diesem Bereich da verarbeiten und den würde ich jetzt so durch die Bank, sind wir da ungefähr mittendrin, also er ist noch ein bisschen ein jüngerer Teig, aber hat durchaus auch teilweise gerade die Kisten schon etwas reifer hinter sich. Das heißt, da drin sind wir jetzt für unseren Baguette-Teig und das ist perfekt. Wenn der Teig überreif wäre, könnte man ihn natürlich auch noch verarbeiten. Man muss dann viel vorsichtiger arbeiten, beim Falten ganz vorsichtig vor sich gehen. Und ist der Teig zu jung, dann lässt man einfach nur ein bisschen bei Raumtemperatur länger reifen, bis er eben das Volumen erreicht hat. Wir werden jetzt beginnen, die Teige abzustechen, die Teiglinge abzustechen und sie vorzuformen. Und dazu habe ich da jetzt eine Mehlmischung aus Weizenmehl 700 und ein bisschen an Hartweizenmehl. Wir arbeiten da jetzt bei den Baguettes nicht so, wie wir es sonst oft machen mit dem Roggenmehl 500, sondern ich nehme da eine Mischung aus Hartweizenmehl und Weizenmehl 700. Wenn jetzt kein Hartweizenmehl verfügbar ist, es funktioniert so genauso mit Weizenmehl. Das Hartweizenmehl hat ein bisschen eine gröbere Struktur, dadurch kriegt man ein bisschen interessantere Kruste. Ist aber, wie gesagt, nicht unbedingt notwendig. Ich verwende es da jetzt für die Kruste. Mit einer Kunststoffteigkarte werden die Teige jetzt leicht vom Rand gelöst und auf den Tisch gestürzt. Den Teig versuchen wir jetzt an der Oberfläche nicht so sehr zu bemehlen, weil wir dann Probleme haben beim Formen der Teiglinge, weil wir zu viel Mehl einarbeiten. So schauen jetzt die Teige aus und was man da auch sieht, diese Wölbung, die ist da jetzt auch noch schön vorhanden. Das heißt, würde das da schon zusammenfallen und auseinanderlaufen, dann weiß man, okay, der Teig ist wahrscheinlich schon drüber vor der Fermentation. Jetzt aber schaut das ganz gut aus und das Rezept, das ihr in der Videobeschreibung findet, das ist für genau eine so eine Portion, die ihr dann in 4 Baguettes teilen könnt. Dann habt ihr dann eure 4 Stücke. Ich mache heute 16. Wie gesagt, ihr könnt es ganz leicht bemehlen, aber fast nichts. Das erleichtert uns das Arbeiten jetzt dann. Einfach mit einer bemehlten Teigkarte auseinanderstechen. Ich habe da jetzt zum Beispiel 2 Stücke dabei, die sind ein bisschen kleiner. Kann ich natürlich vom größeren da was abstechen und dazu tun. Gut, und jetzt werden die Teiglinge leicht rund geformt. Ganz vorsichtig aber, das heißt, wir lassen die bemehlte Seiten, wo sie aufgelegt sind, unten und falten den Teig von den Seiten ein und dann sie mit der Teigkarte leicht zusammenformen. Wir wollten diesen Teig jetzt nicht so sehr auf Spannung bringen, nur eher eine gleichmäßige Ausgangsform schaffen, um dann unsere Baguettes formen zu können. Das heißt, den Teig von allen Seiten so leicht einfalten, umdrehen und mit der Teigkarte ganz vorsichtig zu einem runden Leib falten. Diese leicht vorgeformten Teiglinge lassen wir jetzt 10 bis 15 Minuten entspannen. Wie gesagt, ganz wenig Spannung da jetzt reinbringen. Je fester man da arbeitet, desto länger müssen sie wieder rasten. Wir werden nun beginnen, die Baguettes zu formen. Und was ich zuvor habe vergessen zu erwähnen, die Teige, die sollen nach dem Kühlschrank ungefähr 30 bis 60 Minuten bei Raumtemperatur akklimatisieren. Ein ganz kalter Teig ist natürlich schwierig zu verarbeiten, auch hier in der Reife. Das heißt, in dieser Zeit, wo Sie sich jetzt so entspannen können, wo ich gesagt habe 10 bis 15 Minuten, es kann auch sein, dass man es 20, 25 Minuten rasten lassen soll, weil das auf die Temperatur vom Teig drauf ankommt und wie gut sich der Teig wieder entspannt. Wenn es so ist, wenn ich den Teig nehme und forme und dann lasse ich schön geschmeidig formen, dann passt es. Wenn ich beim ersten Teigling merke, ui, der ist noch sehr bockig, das heißt, er zieht sich wieder zusammen, er lässt sich nicht gescheit formen,
dann lässt man lieber noch 10 Minuten liegen, um ihn dann zu verarbeiten. Die Baguettes kommen jetzt in bemehlte Tücher. Wir haben da so Leinentücher. Da kommt unsere Mischung aus Weizenmehl und ein bisschen Hartweizengrieß drauf. Wichtig, wieder mehlfreie Oberfläche. Auf den Teiglingen auch nicht unbedingt noch mehr Mehl raufgeben. Sie sind jetzt an der Oberfläche ganz leicht angetrocknet, weil sie nicht zugedeckt waren. Und jetzt nehmen wir die mit der Teigkarte weg und legen die mit der glatten Seite nach unten auf den Tisch. Und wenn man den Teig so herlegen kann und leicht in die Länge ziehen kann, ohne dass er sich zusammenzieht, dann weiß ich, okay, der Teig ist jetzt perfekt, um ihn weiter zu Baguettes zu formen. Das heißt, wir beginnen jetzt da bei der linken Seite und schlagen die Ecken nach innen, so einmal genau in die Mitte, und nehmen den Teig dann von der hinteren Seite nochmal, schlagen das nochmal ganz nach vorn, so dass nur eine kleine Lasche überbleibt. Und diese kleine Lasche schaut dann so aus. Da wird der Teig jetzt wieder von hinten fixiert und schön zugemacht, dass wir da einen schön geschlossenen Schluss haben. Diese Rolle können wir jetzt mit leicht bemehlten Händen schon ausrollen. Schön vorsichtig ist, soll da auch nicht so sein, dass der Teig wirklich einen großen Widerstand hat. Und schön gleichmäßig einen gleichen Zylinder machen. Und dann mache ich ganz gern so, den Schluss so ganz kleine Spitzen zu verpassen. Und das wäre jetzt schon unsere Teigrolle, unser Baguette-Rolling, der jetzt mit der glatten Seite nach unten in das Tuch kommt. Den Teig etwas in die Länge ziehen, dann beginnen von oben den Teig in die Mitte einzufalten und jetzt von hinten den Teig wieder nehmen, wieder über die Mitte falten, und jetzt bleibt am Schluss dann nur so eine kleine Lasche über, und da werden wir den Teig jetzt wieder von oben nehmen und mit dieser Lasche zusammendrücken, so dass der Schluss schön sauber verschlossen ist, und dann den Teig mit bemehlten Händen gleichmäßig ausrollen. Da, wo er ein bisschen dicker ist, schön zu einer gleichmäßigen Stange formen, spitz rollen und so jetzt in die Tücher legen. Jetzt werden zwischen den Teiglingen so Falten aufgezogen, damit sie nicht aneinander stehen und sie schön ihre Form behalten. Wenn man irgendeiner Person, die jetzt vielleicht nicht Bäckerin gelernt hat, ein Messer in die Hand drückt und ein Baguette, dann wird das wahrscheinlich so geschnitten werden. Weil so stellt man das irgendwie vor. Aber das Problem ist, wenn man den Schnitt so setzt, man hat ja die Wicklung in der Teigspannung ja so. Das heißt, in diese Richtung kann der Druck nicht ordentlich entweichen. Das Baguette wird dann da nur ganz wenig aufgehen und somit wird nicht eine schöne Volumensvergrößerung stattfinden. Das heißt, es geht nicht super auf und die Porung da drin ist dann auch nicht so schön. Das heißt, wir wollen die Baguettes eher länglich, das heißt entlang der Achse, der Längsachse schneiden. Das heißt, die Schnitte können viel mehr aufgehen. Es entsteht dadurch eine viel schönere Optik, ein schöneres Volumen. Das Ganze geht mehr auf, eine gröbere Porung. Und was man auch nicht vergessen darf, man glaubt, man muss es schräg schneiden, aber durch einen geraden Schnitt dreht sich das aufgrund der Spannung eher ein bisschen und somit schaut es dann so aus. Was wir da jetzt falsch gemacht haben, die Schnitte sind nicht überlappend. Das heißt, es wird dann so aufgehen da, da ist eine Engstelle und das Ganze wird zu so einem bauchigen irgendetwas werden. Deshalb die Schnitte schön überlappen lassen, ungefähr ein Drittel vom Schnitt sollte in den nächsten reinschauen. Dadurch wird das Ganze schön aufgehen, volles Volumen kriegen und ein wunderbares Baguette. Und einen kleinen Tipp noch, entweder 3 Schnitte oder 5 Schnitte und nicht 4, weil eine ungerade Anzahl wirkt immer harmonischer und die Baguettes dadurch schöner. So viel zur Theorie. Was Wichtiges ist natürlich auch das richtige Werkzeug. Das heißt, Werkzeug ist ganz wichtig im Leben und wir brauchen jetzt das richtige Werkzeug. Ich verwende dazu eine Rasierklinge.
Das heißt, wir haben da einfach eine scharfe, frische, neue Rasierklinge, die eignet sich perfekt zum Baguette schneiden. Jetzt kann man natürlich davor Angst haben, wenn man da rein mit den Fingern die Rasierklinge angreift. Deshalb gibt es auch noch was anderes. Und zwar ist es so ein Baguette-Schneider, man kann sagen eine Rasierklingenhalterung zum Baguette-Schneiden, dafür die Rasierklinge biegen und das Ganze einspannen. Zusätzlicher Vorteil, die Baguette-Klinge ist leicht vorgespannt, der Schnitt lässt sich leichter ausführen. Ich hätte auch noch ein einfaches, glattes Messer. Wenn das Ganze scharf ist und eine super scharfe, neue, gezogene Klinge hat, funktioniert es auch. Und einen klassischen Wellenschliff. Das heißt, ein Wellenschliff, der nicht zu stark gezähnt ist, Achtung, das heißt einfach, also ein Wellenschliff, der frisch und scharf ist, funktioniert auch sehr gut. Ich entscheide mich heute für einfach die Rasierklinge, den Rest gebe ich weg. Wir geben die Baguettes jetzt vorsichtig auf das Papier. Es gibt dafür so Baguette Schaufeln oder so kleine Kippbretter, wo man das Baguette draufkippen kann und es somit dann auf Papier legen kann. Braucht man nicht unbedingt, wenn die Baguettes etwas kürzer sind. Sind das so lange Halbmeter-Baguettes, ist das natürlich schwierig zu handeln, ohne es irgendwie herunterfallen zu lassen. Darum gibt es die. Aber für so kurze Baguettes braucht man es nicht unbedingt. Ich zeige euch, wie es ohne geht. Die Baguettes werden vorsichtig umgedreht. Zack. Und mit der glatten Seite nach oben aufs Papier gelegt. Die Klinge sollte beim Schneiden nicht ganz gerade in den Teig eintreten, sondern leicht geneigt. Um es nochmal herzuzeigen, die Klinge wird leicht schräg genommen und so wird der Teig dann angeritzt und wie gesagt leicht überlappend, entweder 3 oder 5 Schnitte. Da machen wir jetzt 5. Flott durchziehen. Und da macht man ganz bewusst einen anderen Schnitt, der dann sich sicher auf die Porung auch auswirken wird. Quasi einmal so, wie es nicht sein sollte und hier quasi, wie es sein sollte. Man sieht, der Schnitt sollte durchaus so einen halben Zentimeter in die Teighaut eindringen, nicht zu tief, dass es auseinanderfällt, aber einen halben Zentimeter sollte schon drin sein. Jetzt kommt das Ganze in den heißen Ofen. Die Baguettes sind jetzt schon aus dem Ofen raus. Und sie haben innen drin eine super schöne Porung, so wie man sich es wünscht, wie man sich es vorstellt. Wir haben da jetzt einige Sachen uns anzusehen, einige Unterschiede. Erstens einmal, wir haben die nach dem Formen in die Tücher gegeben und haben sie da eben wie gesagt 50 Minuten rasten lassen und bis sie geschnitten waren, ungefähr 60 Minuten, bis sie dann wirklich in den Ofen gekommen sind. Und das war fast ein bisschen lang, man merkt es, weil der Ausbund teilweise nicht so stark aufgerissen ist, bei ein paar besser, bei ein paar schlechter, weil der Teig eben schon viel Spannung wieder verloren gehabt hat. Die Porung ist aber wunderbar, der Geschmack auch, ich habe schon eins verkostet. Wir haben da jetzt 3 unterschiedliche Baguettes, alle aus demselben Teig, die haben wir jetzt da miteinander ja gemacht. Und da möchte ich jetzt 3 Sachen sagen. Erstens, dieses Baguette da haben wir im Haushaltsofen auf dem heißen Stein gebacken. Das Baguette wurde im selben Ofen gleich eingeschossen, nur mit dem kalten Blech. Das heißt, die Baguettes habe ich auf dem Blech gehen lassen und die auf dem Papier. Und das dann mit dem kalten Blech in den Ofen gehen. Und man sieht ganz unterschiedlich den Boden. Da haben wir einen gleichmäßig gebräunten Boden und da ist er seitlich eben
sehr weich und das kommt von dem kalten Blech. Und das zweite ist eben, dass der Ofentrieb ganz ein anderer ist, ob das Baguette auf den heißen Stein oder auf ein heißes Blech kommt oder mit dem kalten Blech in den Ofen kommt. Man sieht, Volumen ist ein anderes, Ofentrieb ist ein anderes, schaut viel besser aus. So stellt man es sich vor, so eher nicht. Und da haben wir noch das Baguette, das eben falsch eingeschnitten wurde. Und da sieht man einfach dann auch bei der Porung, dass das viel kompakter und kleinporiger ist, wie eins, das den richtigen Schnitt gekriegt hat. Das heißt, wo die Spannung des Baguettes sich besser lösen hat können. Das heißt, auch ein schönes Baguette, ja, aber durch den Schnitt merkt man, es hat sich nicht so sehr ausdehnen können, wie die, die richtig geschnitten worden sind. Grundsätzlich zu den Baguettes, um es nochmal zusammenzuholen, der Teig sollte nicht zu reif aus dem Kühlschrank kommen, sonst wird es ein bisschen schwierig zum Verarbeiten. Was man teilweise sieht, ich habe beim Zusammenformen war ich vielleicht eine Spur zu grob, hätte man ruhig ein bisschen vorsichtiger noch arbeiten können. Man sieht es da an so komprimierten Stellen, die sich nicht mehr ganz ausdehnen haben können. Aber sonst hat es gut funktioniert und ich wünsche euch viel Erfolg beim Baguette machen zu Hause. Viel Spaß und mit österreichischem Mehl funktioniert es bestens. Die Rezeptur wie immer in der Videobeschreibung und wir würden uns natürlich über Likes oder Kommentare freuen. Bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Backen.